Ich begrüße euch auch alle zur Handparade im Namen des Handparats. Recht herzlich, ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. In die letzten Jahre gar nicht. Also finde ich wirklich ein Hammer, dass wir dieses Jahr so viele Leute hier hingekommen sind und unser Anliegen angeschlossen haben. Denn unser Anliegen ist ja ganz wichtiges. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man zum Feierabend legal einen Joint rauchen kann. Die ganze Sache, die ist ja ein bisschen weitreichender. Und weil heute noch viel Musik dran ist und das Programm sowieso schon hinten anhängt, werde ich versuchen, mich auch ziemlich kurz zu fassen. Kurz fassen heißt, ich wollte euch heute zwei kleine Begebenheiten erzählen, die mir im letzten Jahr widerfahren sind und die mir wieder gezeigt haben, worum es bei dem Betäubungsmittelgesetz und ganz speziell beim Cannabisverbot eigentlich geht. Es geht nicht um Gesundheitsschutz, es geht auch nicht darum, dass die Leute um Suchtprävention, das ist Blödsinn. Weil die Leute, die sich die Reden jetzt hier schon angehört haben, wissen, warum dem nicht so ist. Aber es haben bisher noch relativ wenige Leute erlebt, warum denn das Cannabisverbot heute noch besteht. Das ist nämlich eine Frage des Geldes, wie alles heutzutage. Warum ist das Cannabisverbot auch eine Frage oder vor allen Dingen eine Frage des Geldes? Würden jetzt manche sagen. Nun, zwei Begebenheiten dazu. Ich war dieses Jahr, ich bin auch Vater von vier Kindern nebenbei, beziehungsweise ich habe vier Kinder im Haushalt, zwei davon sind von mir, zwei davon nicht. Und bei den beiden größeren Kindern fängt das jetzt mit den fängt das Alter jetzt so an, wo sie kiffen wollen oder vom Kiffen hören und wo in der Klasse auch schon gekifft wird. Das ist halt furchtbar interessant für die. Aber wie gesagt, mit einer vernünftigen Aufklärung kriegt man das eigentlich auch so weit hin, dass sie sich mit 13 nicht hinsetzt und eine Bonne rauchen. Das Problem haben wir noch nie gehabt, das haben wir auch, denke ich auch nicht, wenn die 16 oder 17 sind, haben, dass sie morgens mit der Schule in der Bonne, mit der Bonn in die Schule marschieren und sich die Gehirnzellen vom Unterricht irgendwie leicht betäuben. Das ist ja sinnlos, das wollen wir auch nicht. Wir sind ja auch der Meinung, Hand in Maßen, ich war ansonsten vor der Arbeit, ist der ja alle, hat nicht so viel Sinn, dann unbedingt sich die Rübe nicht zu geben. Und die sind halt in diesem gewissen Alter und dann gab es in der Schule einen Vorfall auf der Klassenfahrt. Auf der Klassenfahrt wurde jemand beim Kiffen erwischt, einer der, glaube ich, 14, 15-jährigen Jungs. Oh Gott, oh Gott. Der hat auf der Klassenfahrt, haben die zum zweiten Joint drauf. Was macht man also? Man legt alle Eltern in die Schule ein, legt eine Drogenberaterin in die Schule ein und macht totale Panik. Das Ende vom Lied war, ich habe unsere Große gefragt, wie diese Drogenberatung in der Schule auf sie gewirkt habe. Unsere Große hat gesagt, die Frau hat keine Ahnung gehabt. Die hat keine Ahnung von Hanf gehabt, wirklich überhaupt nicht. Die hat sich das im Internet angelesen, die hat noch nie mit Hanfkonsumenten richtig Kontakt gehabt, die hat wirklich alles nur aus der Ferne gekannt. Und das Ding dabei ist, die kriegt aber eine Menge Kohle von unserem Staat dafür, dass die das macht. Denn, wie passiert denn sowas? Die Lehrer rufen bei irgendeiner Präventionsstelle an und dann wird in den verfilzten Vereinsdumpf hier in Berlin irgendeine Trulla beauftragt, die den Schülern Angst macht und das Blaue vom Himmel erzählt über Cannabis, damit sie 300 Euro Honorar für den Vortrag einstreichen kann. Dasselbe macht sie dann in allen Klassen in der Schule und nochmal bei allen Elternschaften. Ja, da kommen schon mal 2-3 Meter rum. Da können wir uns ja freuen dafür, dass sie uns auch noch anlügt und den Eltern natürlich auch zusätzlich noch eine ganz furchtbare Panik macht. Ich habe da mit den Eltern gesessen. Ich sage mal, die Hälfte der Eltern war ganz liberal. Die sind da hingekommen, weil sie gedacht haben, naja, das muss halt sein. Man muss halt zu so einer Veranstaltung kommen. Und man hat es so in den Reaktionen gemerkt, die hatten ihre eigene Meinung. Die andere Hälfte der Eltern hatte sich mit dem Ding noch nie beschäftigt und kam wirklich aus der Veranstaltung raus und war der Meinung, dass Cannabisrauchen Löcher im Gehirn gibt. Ich lüge nicht. Diese Psychologin und angebliche Suchtexpertin hat erzählt, dass Cannabisrauchen Löcher im Gehirn gibt. So, aber die gute Frau kriegt dafür richtig viel Kohle und davon laufen Tausende bei uns im Lande rum. Tausende, ja? Und die kassiert Kohle von Schulen, vom Staat, dafür, dass sie Scheiße erzählen, dafür, dass sie die Kinder auch noch dazu treiben, dass sie ihnen gar nicht glauben. Und was ist die Konsequenz, wenn die Kinder ihnen gar nicht glauben? Dann gehen sie morgens mit der Bonne in die Schule, weil sie sagen, die lügen ja eh, was die Drogenberatung betrifft. Da kann ich morgens auch schon kiffen.
Weil wenn ich abends kiffe, ist es gar nicht so wild, wenn ich nicht blöd von, wenn ich nicht total süchtig von, also kiffe ich am Morgen. Ist doch die logische Konsequenz für die Drogenberatung. Und dieses Ding, das kriegt man den Händler nicht aus dem Kopf raus. Aber okay, das war die erste Begebenheit. Da habe ich schon gedacht, Mensch, also ganz sicher ist das nicht irgendwie um Kinder vor der Sucht, vor irgendwelchen Süchten oder Substanzmissbräuchen zu bewahren, sondern da geht es wunderbar ums Geld. Das zweite Ding ist, ich bin, seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich Migräne und habe da mit 18 Jahren angefangen, wenn ich einen heftigen Migräneanfall habe, Cannabis zu nehmen. Das hilft mir seit, ich bin jetzt 44, seit 26 Jahren hilft mir das ganz, ganz prima. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch sonst ab und zu mal ganz gerne einen kiffe. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kriege jetzt nicht jeden Tag einen Migräneanfall, aber wenn das dann mal wieder so weit ist, hilft mir das wunderbar mal gegen meinen Migräneanfall. Dann habe ich mir nach 25 Jahren gedacht, okay, gehst du zum Arzt und ich habe einen guten Neurologen, der ist auch über meine Krankheit informiert. Und nach 25 Jahren habe ich gedacht, okay, jetzt besprichst du das mal mit dem Arzt. Der Arzt war auch relativ, sage ich mal, hilfsbereit. Er hat mir auch sofort, also er hat gesagt, er würde mir helfen, aber erstmal müsste ich die Medizin selber bezahlen, weil sonst würde er von der Kasse in Regresspflicht genommen. Ja? Und zum Zweiten könnte er mir nur synthetisches Cannabis erstmal aufschreiben, weil das richtige Cannabis, womit ich meine Migräne über Jahre lang gelindert hätte, da bräuchte ich eine Ausnahmegenehmigung vom Staat für. Okay, habe ich gedacht, naja, versuchst es mal mit dem synthetischen Cannabis, das hat er mir dann verschrieben. Hat, das war, ich will nicht sagen, dass es jetzt schlecht war. Es war ein bisschen anders als das normale, also das pflanzliche Cannabis. Das Problem war aber, dass da eine Dosis hat mich, glaube ich, 40 Euro gekostet oder so. Das heißt, ich habe mir das Zeug einmal gekauft, danach war meine Kasse leer. Die Krankenkasse hat sich natürlich wegen einem angeblichen Off-Label-Use geweigert, das zu übernehmen. Das heißt, trotz Rezept stand ich da wie vorher. Und während auf der anderen Seite heißt es halt, Cannabis als Medizin ist legalisiert und was lernen wir daraus? Es ist nur die Form legalisiert, an der Bayer momentan einen Haufen Geld verdient. Das Zeug nennt sich Sativex, ist allerdings nur für MS zugelassen und es wird einfach verhindert, dass Cannabis in Blütenform halt in Deutschland als Medizin zugelassen ist, weil es soll einfach nicht sein, dass Menschen Medizin erhalten, die relativ günstig ist und vor allen Dingen unabhängig von den Pharmakonzernen produziert werden kann. Und deswegen sind es zwei Gründe, warum das Cannabisverbot halt einfach nur eine Kohlefrage ist. So wie vieles im Moment. Die Euro-Krise ist irgendwie auch ein bisschen mit verwandt, weil da geht es auch um Kohle. Und wir sollten uns hier nicht irgendwie was vormachen und denken, dass unsere Politiker oder unsere Gesetzgeber uns vor irgendwas schützen wollen oder böse Interessen haben. Nein, es geht einfach nur um Geld. Und deswegen sollten wir uns halt nicht länger für Dürr verkaufen lassen, denn auch wir haben viel Potenzial. Und wenn der Hanf einmal legal ist, dann sage ich mal, sind wir auch autark. Das heißt ja nicht, dass man dadurch kein Geld verdienen könnte. Und deswegen sollten wir uns nicht weiter für Dumm verkaufen lassen. Schön, das Hanf schon mal lesen, exzessiv schauen. Ich hoffe, ihr guckt alle exzessiv, ja? Und wer exzessiv nicht kennt, das ist unser Hanf-Kanal auf YouTube. Wir haben da schon einen Haufen Zuschauer, versuchen alle 2 Wochen eine tolle Sendung zu machen. Und je mehr Zuschauer, je mehr Kraft haben wir auch im Internet und umso mehr Leute kommen zur Hanfparade. Und deswegen wollte ich euch noch mal ganz kurz in eigener Sache was vorstellen. Wir haben ein wunderschönes Exzessiv-Poster. Exzessiv fürs Wohnzimmer. Das gibt es bei uns hinten am Hanfjournalstand. Den Selbstkostenpreis heute von 10 Euro. Wer es unterstützen will, und das steht im Poster, das ist natürlich gratis. Wenn man auch einen haben möchte, kriegt es hinten bei uns am Stand. Ja, dann will ich euch auch nicht weiter langweilen und wünsche euch noch eine sehr schöne Handparade. Und, danke. Und, ja, stay tuned, guckt exzessiv, lest das Handjournal und bis nächstes Jahr. Tschüss. Danke, Michael. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael.